Neben mir steht jetzt Christoph Kramer, ein Mann, der auf der Hobby-Tennis-Tour sehr viele Rekorde hält, unter anderem jenen vom 273. Turnierstart, den du jetzt hast. Ja. Die zweite Runde wird dein 550. Match auf der Hobby-Tennis-Tour sein. Du bist beim 13. Mal bei diesem Turnier dabei. Was denkst du dir, wenn du solche Statistiken hörst? Ja, ich kann das eigentlich selber nicht glauben, dass ich das wirklich alles gespielt habe, aber ja, ist cool. Jetzt ist jetzt dein 13. Grand Slam Turnier, dein 550. Match wird es jetzt sein. Inwiefern ist dann so ein Turnier wie dieses noch etwas Besonderes? Ja, besonders. Grand Slams sind sowieso immer besonders. Ist, glaube ich, wurscht, wie viel man spielt und ja, Ziele oder irgend sowas habe ich eigentlich nicht wirklich mehr. Du hast jetzt eine lange Durststrecke beendet. Du hast 2012 das September Grand Slam Turnier gewonnen, aber seither auf Grand Slam Ebene kein Spiel mehr. Ja. Wie geht's dir jetzt nach deinem Dreisatzsieg über den Herbert Bittermann, eben deinem ersten Sieg? Nein, ich bin einmal froh, dass ich wieder mal was gewonnen habe, auf der Tour oder überhaupt. Und ja, dass es jetzt so lange Durststrecke war auf Grand Slam Ebene, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Ich will nur ein gutes Spiel machen, das reicht. In der zweiten Runde gibt es jetzt ein Duell möglicherweise mit der aktuellen Nummer 1 Peter Klager, der noch seine erste Runde spielen muss. Irgendwelche Gedanken vor dem Match? Gibt es eine Kampfansage? Kampfansage, ja, er muss sie warm anziehen, ist eh klar. Aber ja, ich werde mein Bestes spielen. Ich will mich da jetzt nicht ausreden, was ich am Vortag habe, aber ja, ich werde mich bemühen. Was hast du am Vortag? Von der Freundin die Geburtstagsfeier und ich glaube, die werde ich dann am Sonntag noch spüren, aber ist wurscht. Ich werde kämpfen. Jetzt haben wir über die Nummer 1 gesprochen. Du als ehemalige Nummer 2, verfolgst du die Spitze der Rangliste noch? Verfolgen, ja, verfolgen schon, aber es ist mittlerweile schon so stark geworden. Also ich wollte immer mal die Nummer 1 werden, das habe ich leider nicht geschafft. 2 war für mich eh das Maximum und ja, jetzt spiele ich just for fun einfach. Jetzt ist es so, dass wir gerade die Situation haben, dass es eine Ablöse geben könnte an der Position Nummer 1. Der Philipp Schneider könnte die Nummer 1 werden. Was glaubst du, wie heißt die Nummer 1 der Hobby-Tennis-Tour nach diesem Turnier? Ich spiele viele mit, die was ich nicht kenne, aber ich glaube, dass der Klager bleiben wird. Passt. Alles klar, dann danke für das Interview und danke. Viel Glück in der zweiten Runde. Dankeschön.